Fantastic for coming to Field Sports World. Viele Leute in der letzten Zeit über Instagram haben gefragt für eine Review über das Sarco S20. Und das ist super, als ich habe gerade einen bekommen als Dienstwaffe für Field Sports World. Gunther, kannst du ein bisschen erklären über die Waffen, was ich gerade bekommen? Ja, das ist ein neues Werkzeug. Ja. Das ist die S20 von Sarco, die von Haus aus, ich sag mal, sowohl für die Jagd als auch für das ordentliche Waldschießen, Longrange-Schießen ausgestattet ist. Wir haben von Haus aus schon einen sehr gut anatomisch geformten Lochschaft. Wir haben bereits in der Serie hier einen höhenverstellbaren Schaftrücken. Mhm. Du kannst die Vorderschäfte in zwei verschiedenen Varianten bekommen. Also einmal die ganz klassische Jagdvariante, so wie hier. Und es gibt eine zweite Variante, zeige ich euch gleich auch mal, habe ich mitgebracht, mit einem Vorderschaft mit M-Lock-Abschluss, wo man also verschiedene Anbauteile noch anbauen kann. Die Länge ist hier bei diesem Gewehr immer wunderbar einstellbar. Man kann hier Spacer reinsetzen. Ja. Zu Sarco an sich muss man dazu sagen, ein 100-jähriges Traditionsunternehmen. Sie haben also dieses Jahr auch ein Jubiläum. Fertigen seit jeher extrem präzise Läufe. Aus wo? Aus Finnland. Aus Finnland, okay. Extrem präzise Läufe, extrem präzise, gut gefertigte Abzüge, die sich auch gut einstellen lassen. Also wir haben jetzt, du kannst es gerne mal probieren, hier bei deinem neuen Gewehr haben wir den Abzug noch ein bisschen bearbeitet, sodass wir unter 1000 Gramm liegen. Mhm. Mit einer sehr sauberen Charakteristik, der wie Glas bricht. Wir haben also von Haus aus bei der S20 eine Picatinny-Schiene, die integriert ist in das System. Damit haben wir halt keinerlei Probleme mit aufgeklebten, aufgeschraubten Montageschienen in irgendeiner Form, sondern das ist von Haus aus schön flach integriert, aus einem Stück gefräst und damit eigentlich die optimalste Verbindung. Ja. Wir haben so eine Art Semi-Weight-Lauf, also keinen dünnen Jagdlauf, aber auch keinen extrem schweren Matchlauf, so eine Mittellösung, teilkandidiert und hat von Haus aus einen Gewindeabschluss mit 5.8.24, sodass ich eben handelsübliche Mündungsbremsen oder eben Schalldämpfer draufbringen kann. Hier haben wir ja jetzt mal einen sehr guten Rodale titanisch gedruckten Schalldämpfer drauf, der eben eine sehr hohe Dämmleistung hat, eine sehr hohe Haltbarkeit hat. Mhm. Sicherlich zu den Schalldämpfern gehört, die auch eben nicht die preiswertesten sind, mhm, aber eben die Leistung überzeugt auch. Okay. Magazinkapazität? Da gehen 4 plus 1 rein. Ja. Es ist also ein einfaches, aber ordentliches, robustes Kunststoffmagazin, was ich also über einen einfachen Drücker rausnehmen kann. Ja, ganz einfach rein und raus. Ich hasse das, wenn wir immer kämpfen gegen das Magazin. Raus der Boden. Ja. Genau, vor allem, wenn es schnell gehen muss. Ja. Ja, und jetzt war es so, dass bei euch dieses Tiefenrohr noch vorhanden war. Das ist ein Amerikaner, das Adlon. Mhm. 4,9 bis 29, eigentlich ein Tiefenrohr, was aus dem Longrange-Bereich kommt, aber eben halt auch jachtlich sehr gut eingesetzt werden kann. Extrem robust, sehr gute Wiederholgenauigkeit und von daher etwas war, was wir gesagt haben, das verwenden wir auf alle Fälle für ein neues Gewehr. So ist das Gewehr, was das Gesamtgewicht angeht, finde ich noch sehr passabel. Mhm. Wir reden hier so, ich sag mal, über 400 Kilo. Damit kann man auch noch ein bisschen stalken, ohne dass einem die Arme oder die Schulter lahm werden, aber es bringt dann auch die nötige Masse mit für einen im Zweifelsfall auch mal stehenden feindlichen Schuss, wo ich entsprechende Waffenmasse brauche, um sauber zu schießen. Ich habe das Kaliber in 6,5, das ist auch ein ganz neuer Kaliber für mich. Ja. Ich habe viel gehört, nichts immer gut, nichts immer schlecht. Was meinen Sie über das 6,5? Nur ganz kurz drüber. Ja, also die 6,5 ist eine hervorragende Patrone, mit der ich auch wild wirklich weit jagen kann. Viele denken immer, mit 6,5 geht das nicht. Wir haben bei der Patrone wirklich eine ausgesprochen gute Zielballistik. Okay. Und damit geht auch 300 Meter problemlos. Du wirst ja den Beweis antreten. Ich will, also ich sagte in der nächsten Zeit, ich nehme das Sarco Jagen, ich glaube in ein oder zwei Wochen, wenn wir die Jagd und ich wirklich bin gespannt, wie das funktioniert.
sieht super aus. Und dann gehen wir raus die Cheese-Grade und sind natürlich über ein paar Schüsse auf der Schießbahn machen in den nächsten Möglichkeiten. Aber ich bin wirklich gespannt drüber. Ja, ihr schießt jetzt in der 6.5 Creedmoor die neue Patrone von Sagt oder neue Bleifreie, die jetzt in diesen Tagen oder in diesen Wochen auf den Markt gekommen ist. Die Rückmeldungen aus anderer Richtung waren bis jetzt zu der Patrone sehr, sehr gut. Okay. Ich denke, das wirst du bestätigen können. Ich habe noch eine Sarco S20 mitgebracht, ja? Ja, ich habe noch mal eine zweite Variante mitgebracht. Die ist ein bisschen anders ausgestattet, um zu zeigen, was letztendlich noch geht bei diesem Modell. Wir haben jetzt hier nicht den normalen Jagdlich-Vorderschaft, sondern wir haben so eine Mischung aus Jagdlich-Sportlich, der also einen Metall-Vorderschaft Abschluss hat mit einem M-Lock-Prinzip, sodass ich also ganz viele Anbauteile da dran bringen kann, über Picatinny-Schiene, über zum Beispiel hier haben wir mal von Javelin diesen Adapter da dran gesetzt, mit dem ich diese Magnet-Zweibeine problemlos da dran bauen kann. Ich kann aber auch alternativ sagen, ich setze die Picatinny-Schiene nach unten, wenn ich sage, ich habe ein Zweibein, was eine Picatinny-Aufnahme hat. Und damit wird dieses auch so eine Art Baukastensystem, wo ich verändern kann in viele Richtungen. Es gibt auch noch einen anderen Hinterschaft, den ich entweder vom Werk direkt bestellen kann anstatt des Lochschaftes oder aber auch als Ersatzteil kaufen kann und es tauschen kann mit überschaubarem Aufwand. Der hat dann kein Loch, sondern der hat mehr so einen kräftigen Match-Hinterschaft mit einem steilen Pistolengriff. Ja, dann haben wir hier, das ist jetzt mal 308, aber ich glaube, Kaliberdiskussionen braucht man jetzt da nicht im Detail führen, ich denke, wir wissen, was diese Kaliber können. Ja. Wir haben jetzt hier mal, wie wir so im letzten Bericht und im letzten Gun Talk hatten, habe ich hier nochmal einen Schalldämpfer von Svemco verarbeitet, die ja auch aus Skandinavien kommen, eine sehr gute Qualität haben, mit auch einem Titan-Inlay, sehr leicht ist und sehr gute Dämmeigenschaften. Genau, mit Quick-Mount. Genau, das ist hier jetzt ein Quick-Mount-System, wo mir also die ganze Schrauberei quasi erspart wird. Ich muss es sicherlich auch das Quick-Mount-System sauber draufsetzen und ordentlich fest anziehen. Aber ich habe wirklich diese edelste Schrauberei damit. Von der Spartan hat auch bei der Lastergun-Talk. Genau, das haben wir kurz angeschnitten beim letzten Mal. Wir hatten ja dieses große Dreibein dabei, was man eben auch als Stativ nehmen kann. Ja. Das kann man jetzt bei diesem Adapter, der an diesem M-Lock-System sitzt, eben auch verwenden. Und es gibt drei oder vier verschiedene Arten von Zweibeinen. Das ist wieder das ganz kleine. Es gibt noch eins, was man auch flach wegklappen kann nach vorne. Also da ist bei Spartan auch viel Kreativität vorhanden, neue Produkte in Verbindung mit Carbonwerkstoff zu entwickeln, um es dem Jäger eben leicht zu machen. Super. Leicht in Form von Schießen und leicht in Form von Gewicht. Also ich bin wirklich gespannt über nächste Woche auf die Jagd. Und ja, ich muss schauen, aber ich denke, alle stehen mir zu zufrieden. Ja, ich glaube, das ist eine wirklich eine Waffe. Sarco ist seit jeher ein Garant für erstklassige Präzision, für erstklassige Abzüge. Ja. Und gerade bei diesem System der S20 hat man halt verstanden, ein Gewehr zu konzipieren, was ein bisschen unterhalb des normalen Spitzenmodells Modell 85 ist. Hat aber eben diese integrierte Picatinny-Schiene mit eingebracht und das Ganze ist halt auch preislich mit rund 2200 Euro im Grundpreis eben sehr interessant. Mhm. Das eben mit Sarco-typischen Features wie Präzision und Abzug. An der Serie liegen die Abzüge so bei 1700-1800 Gramm, wenn sie geliefert werden, aber man kann sie mit Sorgfalt eben auch entsprechend wie bei deiner auf 1000 Gramm plus minus ordentlich einstellen, wenn es gewünscht ist. Okay. Kann man das selber machen? Das muss da eine Waffe? Das sollte eine Büchse machen. Das muss da eine Waffe, ja. Das ist ja ein sicherheitsrelevantes Thema, dass das Ding nicht beim schnell repetieren von selbst losgeht. Mhm. Ja, das ist ein guter Hinweis. Gut. Ja, ich habe hier nochmal, einfach um das zu zeigen, mal ein Leica-Zielfernrohr mitgebracht, was hier auf dieser S20 sitzt. Leica macht ja mehrere Produktlinien bei den Zielfernrohren. Das ist jetzt die sogenannte PRS.
was eben so ein Long Range Sporter Zielfernrohr ist. Man sieht aus wie ein Long Range. Ja, was ich eben jagdlich einsetzen kann, aber es eben kein klassisches Jagdzielfernrohr ist. Nee, das war fünffacher Vergrößerung, angeht auch bis 30-fach. Hat hohe Türmchen, hat Parallaxe-Verstellung und ist eben von der Bildqualität, finde ich, immer bei Leica eine Freude, da durchzukommen. Ja, Leica ist wirklich eine hervorragende Qualität. Ja. Super, Gunther. Denn alles, was ich kann sagen, wie immer, ist vielen Dank. Ja, bitte gerne, immer wieder. Wenn Sie mehr wissen über das Sarco S20 oder über etwas, was wir auf heute gesprochen haben, dann bitte klick below.